Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Schützen, Schütze-Aszendenten. Ich habe schon, ne? Aszendenten. Und wenn du Planeten im Schützen hast, wie Mond, Venus und so weiter, dann schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox gehen. Dort ist meine Website und du kannst mich kontaktieren. Termine sind wieder ab 20. Juni verfügbar. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine lieben Schützen, der Juni, das ist ganz andere Energie, die jetzt kommt. Pluto geht zurück in den Steinbock. Ja, und wir haben so viele Wechsel sozusagen. Und es ist einfach so, ihr werdet das gemerkt haben, es ist so, wir hatten unwahrscheinlich viel Information, auch für uns selber in den letzten Zeiten. Und man wusste noch nicht so, wo die Reise hingeht. Und da es hat vieles gekreiselt, ne? Und jetzt geht's einfach drum, dadurch, dass Venus in den Stier gegangen ist, was sind deine Werte, Venus nicht, entschuldigt, Jupiter ist in den Stier gegangen, das ist Expansion, das ist Weite, das ist aber auch Wahrheit. Und jetzt geht's einfach darum, was willst du dir denn schaffen, was sind deine Werte? Jetzt kannst du langfristige Pläne mal machen, jetzt kannst du damit beginnen. Es hat sich vielleicht alles komplett geändert, das ist die Zeitqualität. Aber jetzt darfst du wirklich Pläne machen. Wo geht die Reise hin? Und wir haben schöne Venus-Konstellation, sehr leidenschaftlicher Monat. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was ist das Thema für euch, die Hauptüberschrift, auf was dürft ihr euch freuen? Ja, hier ist noch was, meine Süßen. Dein tiefstes Begehren bindet dich. Ja, lass es los und erkenn mal die Wahrheit und kläre dadurch deinen Geist. Du hast irgendwas, an was du festhältst. Du hältst noch an irgendwelchen Dingen fest. Das kann materielle Dinge sein. Das kann ein Freundeskreis sein. Das kann deine Arbeit sein. Das kann vieles sein, aber du hältst fest, weil du begehrst sowas. Und das bindet dich aber. Du kannst nicht so richtig den Sprung weitermachen. Und die Unterkarte ist Schwung und Freude, komm leicht voran. Und darauf soll es hinausgehen, ne? Also hier ist so, kläre dadurch deinen Geist. Es ist irgendwas, was dich noch nicht zu dem Sprung, na ich sag mal so, wo der Sprung noch nicht angesetzt werden kann, weil irgendwas ist noch, wo du sagst, ach, es geht noch nicht, es geht noch nicht. Ja, wir wollen mal gucken, ja, wir wollen mal gucken. Aber es ist eine schöne Energie, ja, weil du willst weitergehen und du weißt das so innerlich. Und das finde ich eine schöne, ach so, ich habe das vergessen. Meine Süßen, manchmal ist das so. Was unterstützt das Thema noch? Kann auch in der Liebe sein, dass du an was festhältst. Und ja, und du begehrst, ja. Du kommst nicht weiter. Und das müssen, wir müssen da mal gucken, ja. Was ist das eigentlich? Balance. Ah. Die Balance. Verbringe jeden Tag etwas Zeit mit dir selbst. Komm in dein Gleichgewicht, ja. Denk mehr an dich, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst. Dass du innerlich Balance, verbringe jeden Tag einige Zeit mit dir, ganz einfach, ja. Egal, ob du Kinder hast oder nicht, ja. Es ist ganz einfach so, du sagst jetzt, es ist jetzt meine Zeit, ob ein Partner da ist oder nicht. So, und ich setze mich jetzt mal eine Viertelstunde in die Sonne zum Beispiel und mache nichts. Handy aus, gar nichts. Oder du sagst, ich gönne mir jetzt mal wieder Kosmetik und das und das. Und du tust jetzt einfach mal mehr für dich, dass du mit dir Zeit verbringst. Ja, weil du bist der wichtigste Mensch im Leben. Das darfst du nie vergessen. Du bist niemand anders. Was sagen die Feen zu euch? Was sagen die Feen? Na also, es läuft doch, meine Süßen. Ah, ja, jetzt ja, irgendwas ist hier noch. Aber die Unterkarte ist auch hier. Du hast eine Begegnung mit jemandem, der dir helfen kann, deine Träume wahrzumachen. Ja, und hör auf dein Herz. Wir fangen mal an. Wir haben das Ass des Herbstes. Ein unerwarteter Glücksfall in Bezug auf Geld, Rat oder Unterstützung. Also hier kann Geld ins Haus kommen, ja? Also wenn ich so eine Karten ziehe, dann sage ich immer so, wenn jetzt noch das Rad des Schicksals hier kommt, dann spiel Lotto, ja? Das ist einfach so. Aber spiel Lotto so, dass du vor der Freude hingehst, ist das so. Jetzt mache ich das mal. Hier da oben, ja? Ich habe mir schon immer was gewünscht.
ich fülle das jetzt mal aus und das kriege ich. Also ganz locker und nicht permanent drauf gucken. Also das ist eine schöne Energie. Aber es kann auch von anderen Dingen kommen. Es ist eine erfreuliche Veränderung auch in deinem Beruf. Hier soll was vorwärts gehen. So, und hier habe ich aber was König des Winters. Und das kann sein, dass das ein Kollege ist, dass das ein Chef ist, dass das ein Partner ist oder dass das jemand ist. Weil ich habe kompetent, erfahren, gerecht, sachlich. Also du hast mit jemandem zu tun, der sehr zielstrebig, sehr klar ist, sehr fokussiert, sehr im Kopf ist. Aber hier ist eben sowas wie emotionslose Beziehungen, ja. Und das ist vielleicht was, wo ich dir sage, du hast vielleicht was, wo es nicht so herzlich zugeht. Oder du kannst dein Herz nicht so öffnen. Das kann natürlich auch sein, dass du so klar strukturiert bist und dass es danach geht und dass du dein Herz überhaupt nicht mehr öffnest. Hier geht es auch darum, liebevoll miteinander umzugehen, ja. Und nicht alles nur mit dem Kopf zu machen, auch in der Arbeit, ja. Alles, was von deinem Herzen kommt, was du gerne möchtest, das wird automatisch erfolgreich. Ja, und die 5 des Sommers. Hier ist noch irgendwas. Und Vertrauen, dass es einen Grund für alles gibt, was geschieht. Löse dich von negativen Emotionen anderer. Fokussiere dich nicht, was dich ängstigt. Es kann sein, du hast es ja mit jemandem zu tun, wo wirklich viel Emotionslosigkeit da ist, ja. Wo, es kann aber auch deine Energie sein. Das ist so ein bisschen eine Traurigkeitskarte. Irgendwie brauchst du noch eine Erfüllung. Da ist noch nicht alles da. Und wir werden mal gucken, was das Tarotzeug sagt. Aber das kann man ja alles regeln. Wisst ihr, ihr dürft das alles nicht so, das sind immer nur so Momentaufnahmen, aber irgendwas schwingt hier noch mit. Irgendwie hast du eine Vorstellung und die kann nicht so richtig erfüllt werden, habe ich bei den Eindruck. Aber wir werden mal sehen, wie das ist. 5 Karten. So. Ja, das geht ja nun los. 6 der Münzen. 6 der Münzen, das ist so eine Karte, sag ich euch. Aber wenn ich hier die nächsten Karten sehe, sehe ich schon, was es ist. Das ist eigentlich die Karte, wo was zurückkommt, wo du einen Ausgleich kriegst, wo das im Gleichgewicht ist, auch finanziell, wo vieles ist. Aber ich habe so den Eindruck, hier klappt irgendwas nicht. Ja, hier klappt was nicht. Hier ist ein Ausgleich nicht vorhanden. Das ist so, stell dir vor, du hast einen Kuchen. Ja, alle sitzen am Tisch. Jeder nimmt sich ein großes Stück. Du kommst und dann bleibt der Krümel übrig. Und du kratzt so die Krümel zusammen. Also so, das ist für dich. Sowas sehe ich bei dir hier. Denn ich habe die 10 der Stäbe. Und die 10, du arbeitest hier drauf hinaus, dass du immer so einen Ausgleich hast, dass hier was kommt. Aber die 10 der Stäbe, das ist so Bürde und Last und die Last von anderen sich auferlegen, zu viel tun, zu präsent sein und immer irgendwelche, ich sag mal so, das kann auf die Psyche schlagen, das kann auf alles schlagen, bist irgendwie, entschuldigt, ihr merkt, ne? Da ist was. Das ist irgendwie sowas, dass du dir ganz, ganz viel aufhalst oder aufgehalst bekommst. Und du sagst, ich bin fertig. Mehr geht nicht. Ich bin einfach fertig. So was ist das. Und dann habe ich noch den Mond dazu. Und der Mond ist so, ja, Angst und Sorge, nicht wissen, wie es weitergeht, ne? Sich verheddern in Gedanken, traurig sein. Das ist sowas. Das sind aber auch Gefühle, aber die Gefühle werden hier nicht ausgelebt, habe ich den Eindruck. Und das ist sowas, wo ich dir sage, das ist so, du weißt noch nicht, was kommt. Und deswegen machst du dir auch große Sorgen. Du weißt nicht, wie du diesen Kreislauf durchbrechen kannst. Aber mach dir mal nicht die Gedanken. Ne? Unser Freund kommt, der Turm. So, das kracht mit einmal alles zusammen. Das kracht zusammen. Weil das sind ungesunde Strukturen, in denen du drin hängst. Kann auch schon Vergangenheit sein. Ihr wisst, ne? Das muss jetzt nicht sein. Aber du steckst in irgendwelchen Abhängigkeiten und ungesunden Strukturen drin und kannst dich überhaupt nicht entfalten. Ja? Und der Turm sagt immer, alles, was nicht zu dir passt, was ungesund ist, da kommt ein plötzliches Ereignis von außen und dann kracht das mal alles ganz locker zusammen. Und wenn das zusammengekracht ist, dann kannst du aufatmen und kannst neue Wege gehen. Es ist Tatsache. So, und zum Schluss kommt die Hohe Priesterin. Und die Hohe Priesterin, das ist ja so, ist wie von oben geführt. Als ob das von oben geführt ist. Das ist sowas, wo ich dir sage, die Hohe Priesterin ist so, da ist zwar auch ein Geheimnis noch, ne? Das ist so, man weiß es noch nicht, wie es weitergeht, aber die kommt zu dir, um dir zu sagen,
Hör doch mal auf deine Intuition. Hast du komplett die Intuition verlernt? Hast du verlernt, dir zu vertrauen? Ich weiß, dass da draußen turbulente Zeiten sind. Und ich glaube mal, wir müssen immer mehr darauf hinausgehen, dass wir schön im Balance bleiben, auf uns gucken, uns erden und uns nicht so viel Informationsflut zukommen lassen, weil sonst wären wir verrückt. Sonst wären wir verrückt, ja? Nächsten Tag ist das alles wieder hinfällig, dann kommt wieder was Neues. Und das Wichtigste ist, was tut dir gut? Vertrau mal deinem inneren Gefühl wieder. Vertrau mal dir, hör mal auf dein Herz. Was erfüllt dich? Das ist die hohe Priesterin, deswegen kommt auch der Turm. Du hörst nicht auf dich, viel nicht. Ne? Du würdest dir unwahrscheinlich hören, ja? Und wahrscheinlich kannst du nachts nicht schlafen. Also sowas in der Art liegt hier. Und das soll aber vorbeigehen, du sollst auf dein Herz hören, ja? Und es ist eigentlich eine schöne Energie, weil wenn der Turm kommt, hört das endlich mal auf, da geht das vorwärts, ja? Vielleicht willst du auch Wissen weitergeben, das kann durchaus sein. Also die hohe Priesterin ist sehr intelligent, ja? Ist ja von oben geführt, die hat so viel altes Wissen in sich, ist Wahnsinn. Was sind die 6 der Münzen? Was sind die 6 der Münzen? Uiuiui. Hier kommt was, hier kommt was, das ist schön. Kannst du nicht annehmen? Die 6 der Münzen sind der Ritter der Münzen und das Ass der Kelche. Also ich sag mal so, wir werden mal sehen, wie sich's hier entwickelt. Aber der Ritter der Münzen, das ist sowas, kann ich euch sagen, das ist so, in der Arbeit könnte es sein, dass man ein neues Angebot kriegt. Dass man schon über bestimmte Sachen redet, aber dass es sehr langsam geht. Aber hier ist was, was euer Herz erfüllen wird, als ob hier jemand kommt, euch unterstützen möchte, ja? Weil es bisher immer nicht so gefruchtet hat, weil zu viel Belastung war. Und jetzt soll daraus was werden, wo man schon Pläne macht, über was redet, was aber langsam sich aufbauen kann. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das hier, was hier kommt, wo euch hier jemand unterstützt, euer Herz. Euer Herz wird aufgehen, überblubbern. Da ist alles dabei, ja, wo ihr so richtig erfüllt seid. Sowas soll hier kommen. Lasst ihr es zu. Das ist schon auf dem Weg. Das ist auf dem Weg. Das ist eben eine langsame Energie, aber eine sehr beständige Energie. Ist mir klar. Ach nee, meine Süßen, jetzt hört auf damit. Die 10 der Stäbe klären sich auf die 10 der Stäbe. Belastung, Belastung, Belastung. Aber ich kann euch sagen, nach der 10, ja, mehr geht jetzt erstmal nicht. Mehr geht nicht. Also das ist ganz schön viel, was er hier mit euch rumschleppt. Ja? Ganz schön viel. Auch Gedanken, ja, also so Belastungen, viel Belastungen. Nach der 10 kommt ein Ass. Also ihr könnt jetzt nicht noch 12, 13 Stäbe mit euch rumschleppen, weil die 10 ist Schicht im Schacht, ja. Und danach wird das abgeworfen, weil man macht wie so einen Befreiungsschlag, weil das geht einfach nicht mehr. So, dann habe ich den Eremiten und das ist sehr gut. Das kann natürlich jemand sein, der auf euch zukommt, ja. Der Eremit ist sehr weise, sehr weiser Mann. Und der Eremit ist zum Beispiel die Jungfraukarte. Und der Eremit, der hat so Wissen und Weisheit. Oder vielleicht geht ihr mal in euch, weil das alles zu viel ist. Und ihr findet mal einen Weg daraus oder versucht mehr euch mit euch zu beschäftigen, damit ihr einen Weg daraus findet, damit die Belastungen aufhören, damit ihr euren richtigen Weg findet, weil ein Angebot steht hier schon. Ein Angebot steht. 4 der Kelche. Es geht ganz vielen im Moment so. Ich weiß nicht, das ist was ganz anderes. Das kann was ganz anderes vielleicht sein. Kann ich das überhaupt annehmen? Ist das für mich? Kann ich das erfüllen? Bei meinen ganzen Belastungen, die ich habe, kann ich überhaupt das machen? Schaffe ich das? So ein bisschen Verdrossenheit, so, das ist doch nicht für mich. Nee, das ist für mich. Aber ich habe es euch weitergeleitet. Ja, na, aber das ist so eine Verdrossenheitskarte. Das ist die Karte mit Annehmen, Annehmen. Was ist der Mond? Angst und Sorge sind aber auch Gefühle. Na, die Liebe machen wir dann, was runterfällt, nehmen und nicht. Die hat sich nicht mal gezeigt, ja. Wir haben schon 2. Der Mond ist der Page der Kelche. Das ist so was Liebevolles. Was Liebevolles. Wo man, wisst ihr, was das für mich bedeutet? Die 4 der Münzen. Aufbaukarte. Ihr möchtet, ihr habt die Gedanken daran. Ihr könnt es bloß manchmal nicht so richtig zulassen. Habe ich den Eindruck. Der Page der Kelche ist eine ganz liebevolle Energie. Das ist klein. Das ist so Leichtigkeit, ne? So Leichtigkeit. Und die 4 der Münzen ist hier nicht Sturheit. Das ist ganz einfach so, weil mit dem Mond zusammen sehe ich das so, ihr möchtet euch was aufbauen, aber mit Leichtigkeit.
mit Grinsen im Gesicht, wo man locker rangeht, wo das Spaß macht jeden Tag. Sowas sehe ich hier. Und irgendwie, ihr traut dem Braten nicht. Ihr vertraut euch selber hier nicht. Das sehe ich so. So, jetzt kommt unser Türmchen. Da wollen wir mal gucken, was macht das Türmchen mit euch? Ja. Muss ich langsam mehr ziehen, weil ich könnte mich tot. Die Kraft, ja. Kämpfen. Das ist die Kämpferkarte. Wisst ihr was? Ihr kämpft. Ihr kämpft zwischen Herz und Verstand. Komplett. Als ob ihr immer sagt, das geht nicht und das. Es kann nämlich sein, dass ihr das seid hier. Ne? Kompetent, erfahren, gerecht. Kann ich mir alles vorstellen. Aber dass ein bisschen alles emotionslos so zugeht. Ne? Du willst unbedingt was haben. Du willst unbedingt. So, und das bindet dich aber so, weil hier ist was, man begehrt irgendwas, aber es kommt nicht von Herzen, klär mal deinen Geist. Weil die Kraftkarte, dann habe ich die Lieblingskarte, die 5 der Schwerter, der Kampf gegen Windmühlen, hier kämpft man mit sich selber, nein, das geht nicht so und das muss nach meinem, ich habe das immer so gesagt und das muss so sein und ich will das so haben, das ist so ein bisschen Kopfenergie, viel Kopfenergie. Sich immer durchsetzen wollen, komme, was wolle. Und wisst ihr was? Das funktioniert nicht. Man ist selber nicht glücklich darüber. Und die 2 der Schwerter sagt mir eben, ihr seid gefangen zwischen Herz und Verstand. Ja? So, das ist so eine Unentschlossenheit. So, mein Gott, und ja, dann kämpfe ich eben dafür, dass das funktioniert und dann kämpfe ich weiter und dann holt euch doch noch eine Last auf die Schulter. So ungefähr. Der Turm sagt aber, das ist vorbei. Das ist vorbei. Ich sage euch warum. Das kracht ja alles zusammen. Und da könnt ihr froh drüber sein. Dann kommt nämlich das Ass der Stäbe. Und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel. Ihr kommt komplett ins Spiel. Das, vielleicht ist es auch schon alles zusammengekracht. Ja? Vielleicht sagt ihr auch, jetzt ist Schluss damit. Ich gehe nicht mehr den alten Weg. Ich gehe einen neuen Weg. Das ist sowas, was hier kommt, wo eine Leidenschaft dahinter steht, wo eine Kreativität ist. Das ist Neustartpotenzial. 2-mal Neustart übrigens. Aber mit Leidenschaft und Herz. Nicht mit dem Kopf. Nicht mit Kopf und Verstand. Hier ist das Herz gefragt. Was willst du schon immer gern machen? Hier kommt jemand, der dich dabei unterstützen will. Nimm's doch einfach mal an. Ich glaube, du hast ein Problem damit, was anzunehmen, wenn dir hier jemand was anbietet. Bitte nicht, ja? Weil das Ass der Stäbe, das ist so viel Potenzial drin. Und da ist so viel, wo du dich entfalten kannst, ja? Das ist deine Energie, das ist Feuerenergie. Nutz die bitte. Nutz die. Also das finde ich sehr schön. Was ist die Hohe Priesterin? Was will die Hohe Priesterin euch sagen? Aha, wollt ihr heiraten? Ja, also für den einen oder anderen. Nee. Die Hohe Priesterin sagt, mach dir doch mal nicht so viel Gedanken. Ja? Weil die Hohe Priesterin und der Hierophant, das ist wie von oben geführt. Das ist wie von oben geführt. Und ich gehe jetzt wirklich auf die Arbeit, auf das Allgemeine ein. Das kann euer Privatleben genauso betreffen. Das ist eine Verbindlichkeit. Das sind aber alte Strukturen. Der Hierophant mag so gerne so ein bisschen konservative Sachen. So, ne? Der sagt dir aber auch, du hast doch alles in dir, den richtigen Weg. Du weißt das schon, wie die Hohe Priesterin. Die Hohe Priesterin ist für Intuition und Herz zuständig und er ist für Wissen zuständig. Dass du deinen Weg kennst, dass du dich klärst, wie hier oben, kläre deinen Geist, dass du deinen Weg kennst, dafür ist er zuständig. Und hier geht's um eine stabile Basis, ne? Hier geht's, wisst ihr, ich glaube, hier ist was, was ihr noch ewig mit euch rumschleppt, Kindheitserinnerungen, alte Dinge, ja, können Menschen aus eurer Vergangenheit sein. Und deswegen seid ihr traurig. Irgendwie hofft ihr auf was, dass noch mal was. Und hat euch mal das Herzlein gebrochen. Da sind eure Erwartungen nicht erfüllt worden. Und deswegen, ihr hängt irgendwo drin, weil ihr, ich sag mal so, das muss nicht unbedingt immer ein Mensch sein. Das kann auch sein, ihr habt was vorgehabt, was unbedingt ihr durchsetzen wolltet, weil ihr gesagt habt, doch, das wollte ich schon immer haben, das ist schon immer so gewesen. Und das sind so Erinnerungen. Man hat eine Erinnerung. Ein ganz einfaches Beispiel. Du hast eine Erinnerung von früher und du sagst dir, das war schön, das hat mir gefallen. Manchmal sieht man es auch in einem anderen Licht. Und dann ist es so, dass du umziehst. Du ziehst irgendwo in die Berge, weil du sagst,
Doch, als Kind war das wunderschön. Und du merkst, das erfüllt mich überhaupt nicht. Das erfüllt mich null. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und dann kämpft man, das wird schon werden und. Ein ganz einfaches Beispiel ist das, ja. Also hier ist was, was dich so bindet. Das ist das. Und hier soll dein Geist geklärt werden. Was kommt danach? Ja, deswegen bist du traurig, die 5 der Kelche. Hier ist noch was, wo irgendwas nicht erfüllt wurde, was du dir vorgestellt hast, was viel mit deiner Vergangenheit und Kindheit zu tun hat. Und das macht dich traurig. Aber weißt du, da vorne wartet was anderes. Und Vergangenheit, es ist immer so, wie sage ich so, Vergangenheit ist vorbei. Die kannst du nicht mehr mitnehmen. Und auch wenn du schöne Erinnerungen hast und dann kommst du wieder an irgendeinen Ort oder triffst wieder irgendeinen Menschen, ne? Jeder hat sich verändert. Weißt du? Und das wird nicht mehr so funktionieren, wie das war. Das muss anders funktionieren. Ganz anders. Und dann habe ich den Pagen der Schwerter. Der Page der Schwerter ist eine Lernkarte, dass du was erkennst, dass du beobachtest. Und das ist so eine Karte für mich, auch dass du Nachrichten bekommst und dass vielleicht hier dich jemand im Blick hat. Ja, das will ich nicht ausschließen. Das will ich nicht ausschließen. Was haben wir denn noch bei euch? Die Königin der Kelche. Ich hatte bei euch schon mal Kelch-Energie. Das muss nicht deine Energie sein. Das kann genauso ein König sein. Das ist ein Fisch in Krebs oder ein Skorpion. Und das ist liebevolle Energie übrigens. Ganz liebevolle Energie. Und der Herrscher. Naja, ich will mal so sagen. Was haben wir denn als Unterkarte? Ja, streitet doch nicht so. Kämpft nicht dagegen an. Hier soll nochmal die 4 der Stäbe, hier soll eine Verbindlichkeit reinkommen. Hier soll eine feste Basis entstehen. Ja, hier soll ein Ausgleich kommen. Hier kommen Nachrichten. Es ist Kopfkino, was ihr habt. Ihr wolltet unbedingt einen Weg weitergehen, was ihr euch gedacht habt. So. Aber es ist nicht so. Und ich glaube mal, hier kommen Nachrichten auf euch zu und ihr habt es mit jemandem zu tun, der euch hier wirklich Unterstützung gibt. Aber ich glaube, ihr seid das. Dass ihr in die Energie kommt von diesen Liebevollen. Dass ihr das mit Herz macht. Dass ihr merkt, es hat alles nichts gebracht. Und hier ist jemand, der euch an, ich will nicht sagen, der sein Zepter in der Hand hat, der vielleicht ein Chef ist, ein Selbstständiger. Ja, und der euch mitnehmen möchte. Mitnehmen. Aber der ist auch so, der ist sehr kreativ, der hat gute Ideen. Ja, aber da geht's nicht vom Kopf aus nur. Hier ist auch Herz gefragt. Und ich glaube, ihr kommt in diese Herzenergie rein, wo ihr merkt, da geht's doch ganz leichter. Wenn ich mich wohlfühle, wenn das toll ist, dann geht's doch viel leichter, auch wenn das eine große Veränderung ist. Hier ist eine große Veränderung angesagt. Aber diese große Veränderung bringt euch absolutes Glück. Und das ist das Wunderbare. Greift zu, nehmt die Chance. Hier ist jemand, der euch unterstützen möchte. Hier kommt was in eurer Arbeit, eine ganz erfreuliche Veränderung. Ihr habt wahrscheinlich immer ganz schön Belastung gehabt. Und hier kommt was und ihr wisst bloß noch nicht, ob ihr es annehmen könnt. Nehmt's an. Macht euch viele Sorgen, vielleicht auch ums Geld. Aber das wird funktionieren, ja. Und das Alte hat euch einfach nicht mehr erfüllt. Das muss ich dazu sagen. Der ein oder andere hat vielleicht einen Beruf gemacht, den ihr schon ewig macht, ja. Wo ihr denkt, gut, ich mach das, aber die Erfüllung war nicht da. Und die Zeitqualität bringt immer mehr hervor, dass du danach gehen sollst, was dich glücklich macht. Manchmal ist es ein Wechsel vom Arbeitgeber, ja, weil das Umfeld ganz anders ist. Das kann sein. Aber macht euch nicht die Gedanken, ihr kommt eine schöne Klärung rein und ihr kommt eine schöne Veränderung in eurem Beruf rein. Ja? Also wenn ihr das wollt, kommt hier wunderbare Sachen. In der Liebe, meine Süßen, naja. Krümel, hallo, Krümel. Ihr habt unwahrscheinlich viel getan. Ihr seid lieb. Ihr habt auch viel getan. Ja, aber ich sag mal so, ihr konntet euch gar nicht so richtig öffnen zeitweise. Und hier kommt was auf euch zu langsam. Es kann eine ganz neue Liebe sein. Ja, das muss ich dazu sagen. Und ihr seid aber so, wie ich das sehe, ihr habt noch viel zu viel Belastungen in eurem Leben. Ja. Die ihr mal abwerfen müsst. Weil ihr könnt das noch gar nicht annehmen. Und vielleicht geht ihr mal in euren Rückzug. Das sehe ich nämlich so. Ihr geht in euren Rückzug. Der Mensch gibt übrigens nicht auf. Ne? Das kann ich euch gleich sagen. Das ist auch schon so was Leichtes. Und der Mond dazu, so ihr träumt vielleicht schon davon. Ne? Das fängt so schön an. Und dann fängt das so flirty-mäßig an. Ne? Und man sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, was aufzubauen. Könnte ich mir alles vorstellen. Wäre nicht schlecht. Ne?
Ja, aber irgendwie die Belastung ist ja noch da. Die Belastung, die Augen zu machen. Die alten Kämpfe kommen wieder hervor. Die alten, ich sage immer so, das sind die alten Zyklen, dass man immer dachte, man muss da kämpfen, man muss mal was tun und muss sagen, was, ich will das, das und das, ne? Das funktioniert irgendwie nicht. Weil hier kracht alles zusammen, weil hier ist so eine Leidenschaft drin. Mit dem Ass der Stäbe ist es einfach so. Leidenschaft, ja? Ihr müsst mal wieder Leidenschaft leben, so richtig Leidenschaft. So, und das werdet ihr erleben. Ja, es kommt noch mal so was Altes hoch. Die Hohepriesterin und der Hierophant sagen euch aber, lasst das mal weg, lasst das mal weg. Hier ist noch was, was dich erinnert, so, na, wo man dann sagt, ich hatte schon mal eine tolle Erfahrung meiner Vergangenheit. Ich wollte gerne, dass hier wieder jemand zurückkommt. Und vielleicht kommt auch jemand zurück, aber ihr denkt vielleicht an den ganz Falschen. Hier hat euch mal jemand euer Herz gebrochen. Ich nenne das ja immer nicht Herzbrechen. Ich nenne das so, ihr habt eine ganz andere Vorstellung gehabt als der andere. Und da konnte das nicht harmonieren. Ihr seid vielleicht ganz anders und weiter in Gedanken, was ihr wollt. Und euer Gegenüber konnte das gar nicht. Und dadurch ist eine gewisse Traurigkeit, aber die vergeht, weil hier kommt Nachricht, ne? Ich will nicht ausschließen, dass es ein und derselbe Mensch ist, der nochmal in euer Leben tritt, ja? Aber ihr geht mit anderen Energien jetzt ran. In der Liebe geht ihr mit ganz anderen Energien ran. Ihr geht nicht mehr mit Kopf ran. Ihr werdet euch hier verlieben, ihr werdet hier Leidenschaft erleben und ihr werdet richtig, ich nenne es mal so, Butterzart. Die Königin der Kelche, die kann am tiefsten eintauchen, und ich glaube, ihr werdet das jetzt für euch erkennen, dass das wunderbar ist, mal was Liebevolles auszustrahlen, weil ihr habt hier jemand an eurer Seite mit dem Herrscher, wo ich euch sage, der steht für euch ein, der ist für euch da. Der ist so wie der Fels in der Brandung, ja, wo ihr euch vielleicht mal anlegen könnt. Und das ist doch auch was Schönes, das ist doch wunderbar. Nehmt es an, kann ein und derselbe sein. Ja, wo hier ein großer Kreislauf gewesen ist, wo erstmal alles zusammenkrachen musste und wo hier irgendwas gewesen ist, ihr hattet andere Vorstellungen. Und dann ist dieser Mensch, kommt ganz anders auf euch zu. Das kann durchaus sein. Die Zeitqualität bringt jetzt Seelenverbindungen zusammen. Das ist einfach so, die nächsten 2,5 Jahre. Saturn in den Fischen. Und wenn du nicht mit Freude rangehst, mit Leidenschaft, mit Liebe in einer Beziehung, dann gehen Beziehungen auseinander. Es ist nun mal so. Und hier ist was, wo ich dir sage, der will da sein für dich. Der will da sein für dich. Der will mit dir was aufbauen. Und das ist wunderschön. Von den Sternzeichen her habe ich explizit eine Jungfrau, einen Fisch, einen Stier, einen Widder. Habe ich noch was? Nein, und einen Löwen. So. Und ansonsten habe ich Schütze, Widder, Löwe, Fisch, Krebs, Skorpion. Waage, Wassermann, Zwillinge. Und was haben wir vergessen? Stier, Steinbock, Jungfrau. Ihr wisst, es kann jeder sein. Ihr kennt euer Thema. Wenn das euer Reading ist, kennt ihr euer Thema. So, meine Lieben, jetzt wollen wir mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Ja, das finde ich schön. Ihr werdet euch öffnen. Ihr werdet euch öffnen. Ach Mann, ey, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst, ja? Das ist eine große Liebe. Das wird flirtmäßig beginnen, sehe ich schon. Der ist vielleicht ein bisschen anders, als du denkst. Bleibe aufgeschlossen. Aber das ist so. Ja, du hast zwei Themen und diese Themen, die sind eben so. Du hast vielleicht mal ein Gegenüber gehabt, der sehr emotionslos war. Und dann kommen die Karte, du darfst ohne Angst lieben, du darfst dein Herz öffnen. Und dann habe ich, liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver. Du darfst dir jeden Morgen sagen, ich bin wundervoll. Ich bin es wert, geliebt zu werden, und ich freue mich darauf, ja? Freue dich auf das Neue, strahle das von innen aus, nimm dir Zeit für dich, tu was für dich, ja? Und sag dir immer, meine Gedanken sind klar und rein. Ich freue mich jetzt, was neu in mein Leben tritt, weil du wirst schöne Gespräche von Herz zu Herz führen. Schöne Gespräche, du wirst dich hier öffnen können. Und das ist ein Mensch, wo du dich öffnest. Und das ist doch wunderbar. Und die Unterkarte große Liebe, das wird eine große Liebe werden. Weil es gibt's nicht mehr jetzt, dass irgendwas so Pille-Palle zusammenkommt, ja. Jetzt ist die Zeit, wo diese Seelenverträge geschlossen werden. Das ist nun einfach mal so. Ja, super. Was sagen die Herzorakel zu euch? Was sagen die Herzorakel zu euch? Erfolg. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Na also.
Na also, du darfst dich trauen. Du darfst wieder lieben. Du darfst lieben. Ja? Du darfst liebevoll sein. Du musst nicht alles mit dem Kopf machen, weil die Königin der Schwerter als Unterkarte sagt mir so strategisch klug, viel wissender, aber das schneidende Schwert, ja? Ja, und gib dich mal wieder hin. Gib dich einfach mal hin. Bei dem Menschen kannst du dich fallen lassen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Haben wir noch eine? Wir wollen mal gucken, ob wir noch eine finden für euch. Es ist so, es ist eine schöne Energie. Hier kommt eine schöne Veränderung. Wie du merkst, ja, das ist natürlich die Karte Last der Stäbe. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme fallen. Ja, ich glaube, das fehlt dir. Das fehlt dir unwahrscheinlich. Das, ich sag mal so, Leidenschaft aus und Vertrauen. Ja? Leidenschaft auszuleben, das ist, das gehört zum Leben. Dafür bist du hier. Du bist ja nicht hier, um dir den ganzen Tag Gedanken zu machen. Liebe mal wieder. Lebe, lass Leidenschaft zu. Lass das Feuer mal rauskommen. Du bist eine Königin der Stäbe, ja? Die hat Aura, die hat Charisma. Zeig das. Zeig das. Du kriegst alles, was du willst. Du brauchst nicht kämpfen. Du brauchst absolut nicht kämpfen. Du kannst lächeln. Du kriegst das. Ja? Und lass das zu. Das gehört zu deinem Wesen. Zum Abschluss möchte ich euch gerne ein Krafttier ziehen. Ich würde das brauchen. Was ist das Krafttier für euch? Was ist das Krafttier für euch? Was haben wir denn? Das Krokodil. Rückzug. Ja, tu das mal. Abgrenzung, Geduld, Gelassenheit, Souveränität, Energiehaushalt wieder auffüllen. Ja, tu das mal. Du hast so viel Belastung hier. Auflösung von Traumata, Regeneration, Ruhe und Kraft tanken. Geh mal in dich, nimm dir Zeit für dich und dann, ich sag so, dann schießt du wie Phönix aus der Asche und dann lässt du ganz andere Dinge in dein Leben. Und geh mal in deinen Ruhemodus. Ja, das muss ja nicht ewig sein, aber nimm dir jeden Tag ein bisschen Zeit für dich, dass du erstmal diese Belastung abwirfst und nimm an, was jetzt kommen soll. Es wird dich sehr erfüllen, auch wenn es ganz anders ist. Meine lieben Schützen, ich freue mich für euch. Ich wünsche euch einen wundervollen Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare. Und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.